Ja, also mein Name ist Silke. Ich arbeite bei Ender City und möchte mit euch unsere Erfahrungen teilen, die wir gemacht haben bei der Einführung unseres Lynchpins, was wir Ender Digi eben nennen. Damit, bevor ich zu unserem Rollout-Konzept komme und auch wirklich Beispielen, wie wir das gemacht haben, würde ich gerne alles so ein bisschen in den Kontext einbetten, weil ich glaube, sonst ist das sehr abstrakt, wenn ich direkt in diese Kampagne eintauche. Und darum ist mir das wichtig, ein paar Kontextworte nochmal zu sagen. Also Ender City ist eins der größten kommunalen Unternehmen in der Energiebranche. Wir erzeugen und versorgen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme und bieten Energiedienstleistungen an. Und wir befinden uns in einem Wandel. Wir haben eine Vision. Unsere Vision ist, dass wir die treibende Kraft für die digitale Energiewelt von morgen sind. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns auch mit der Digitalisierung nach innen beschäftigen. Und ein starkes Werkzeug dafür sehen wir eben in der Social Collaboration Plattform oder dem Social Intranet oder wie man das auch nennen möchte. Und darum haben wir eben EnerDigi eingeführt. Zu mir selber: Ich bin seit 15 Jahren Organisationsentwicklerin bei EnerCity. Ich begleite und coache also Gruppen bei allen Arten von Veränderungen, wenn es um Prozessverbesserungen geht, wenn es darum geht, dass das Team besser zusammenarbeitet. Dann bin ich dabei und mein Schwerpunkt lag immer in der Beratung und Begleitung von technischen Bereichen. Ich kann gar nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwie hat mir das so sehr Spaß gemacht. Und meine Philosophie ist, oder was mir sehr wichtig ist, ist wirklich von Anfang an alle, die es irgendwie betrifft, die irgendwas mit einer Veränderung zu tun haben, möglichst mitzunehmen, zu fragen, auch an Entscheidungen zu beteiligen. Und das hat sich für mich in meiner Arbeit immer bewährt. So bin ich auch in dieses Projektteam gekommen. Und Martin hat es ja eben auch schon gesagt, wir haben uns von Anfang an gesagt, wir machen ein Transformationsprojekt, weil für uns ist es eben wichtig, zu sagen, wir haben jetzt hier nicht nur eine IT, sondern wir müssen von Anfang an darüber nachdenken, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass unsere Kolleginnen und Kollegen mit der Plattform auch arbeiten. Also das mal so zur Einbindung. EnerDigi, das Social Intranet bei EnerCity. Seit 8 Monaten haben wir Lynchpin und wir sind sehr happy damit. Und wir haben als Team zusammengearbeitet, was aus IT-Lern, aus meinen IT-Kollegen und meiner IT-Kollegin bestand und dann halt eben Organisationsentwicklerin und eine Kollegin, ein Kollege, die aus einem ganz anderen Bereich kam. Und wir haben das Ganze gemeinsam gestemmt, natürlich zusammen eben mit unserem externen Partner oder unseren externen Partnern, sonst wäre ich jetzt heute auch nicht hier. Okay, nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten jetzt konkret zum Projekt und damit ihr es einsortieren könnt, wie groß ist denn eigentlich unser Lynchpin oder was passiert da gerade so? Also dicker Daumen. Projektlaufzeit rein für das Lynchpin ist ungefähr ein Jahr gewesen. Wir haben uns ein halbes Jahr davor beschäftigt mit anderen Funktionen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Wir haben eine neue Telefonanlage bekommen, die uns dann auch Web-Collaboration unter anderem ermöglichte. Und das haben wir eben vorab gemacht und sozusagen die Funktionen konfiguriert und schon ins Unternehmen gebracht und konnten dabei auch schon mal wirklich gute Erfahrungen sammeln, was so das Thema Transformation und was koppelt so an bei den Kolleginnen und Kollegen angeht. Wir haben aktuell 2.500 User auf unserem Lynchpin. Das sind nicht aktive User. Dazu sage ich nachher noch mal mehr. Also jede nutzt es eben anders, je nach Bedürfnisse. Wir haben uns von Anfang an auch entschieden, mit Multiplikatoren zu arbeiten und haben halt 150 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Unternehmen gewinnen können aus allen Fachbereichen, weil wir gesagt haben, wir als Team, wir kriegen das überhaupt nicht gewuppt. Und wir brauchen immer wieder
die Leute, die in den Bereichen sitzen, die sagen können, was sind denn die Bedürfnisse eigentlich der Userinnen und User und die uns auch Feedback geben können bei der Konfiguration, passt das so oder passt das nicht. Wir sind im Schnitt 8 Team-Mitarbeiter gewesen, also in unserem Kernteam. Es kam immer mal jemand dazu zeitweise oder musste leider in ein anderes Projekt, aber das ist so ungefähr die Größe gewesen, mit der wir gearbeitet haben. Und eben externer Unterstützung. Und wir haben aktuell 200 Wikis. Wir haben uns entschieden, die Struktur so aufzubauen, dass mit dem Go Live jede Abteilung im Unternehmen bei uns ein Wiki bekommen hat. Wir haben Jahre vorher schon mit Confluence und Wikis gearbeitet. Das sind aber eher, ich sag mal, Projektgruppen oder Arbeitsgruppen gewesen. Und mit Go Live hat also wirklich auch jede Organisationseinheit, Abteilung ein Wiki bekommen. 500 persönliche Bereiche sind schon aktiviert worden. Das finden wir total viel, wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt. Und wir haben auch Jira eingeführt und mittlerweile gibt es 50 Jira-Projekte, die genutzt werden. Das ist so eine aktuelle Zahl. Wir haben gerade 20.000 Wiki-Seiten und 10.000 Kommentare in unserem Lynchpin. Und ja, ich glaube, das gibt euch so nochmal so eine ganz gute Einordnung, wo bewegen wir uns denn da. Dann nochmal ein Blick rein, wie sieht unser Lynchpin denn eigentlich aus? Jedes Lynchpin sieht anders aus, unseres sieht so aus. Wir haben uns, was das Konzept angeht, entschieden, praktisch eine Dreiteilung zu machen. Ihr seht es oben, wir haben 3 Reiter und sozusagen 3 Startseiten. Unser erster Ansatz im Team war ein ganz radikales Konzept. Wir haben gesagt, nee, wir haben eine Startseite, da gibt es News und jeder kann eigentlich alles. Da sind wir aber nicht mit weitergekommen, weil das wirklich ein sehr starker Bruch oder eine sehr starke Veränderung gewesen wäre zu dem, woher wir kommen. Mit unserem Lynchpin haben wir unser Intranet, was wir sehr lange eben auch schon haben und eben wie gesagt die vorhandenen Wikis vereint. Und somit war auch klar, dass wir einen Kommunikationskanal einfach einmal anbieten möchten für die Konzernkommunikation. Die spielt halt hier eben News und wir haben auch verschiedene Informationswikis, die sich mit unserer Strategie beschäftigen, angeboten. Und haben eben gesagt, wir machen das Ganze sozusagen in so einer Dreiteilung. Unsere Menüstruktur haben wir sehr reduziert gehalten, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass von Anfang an die Leute sich daran gewöhnen, wegzukommen, sich durch so Seitenbäume zu klicken, sondern hinzukommen, über die Suche zu gehen, über Favoriten zu gehen und so sich die Arbeit auch anders strukturieren. Das ist diese zweite Seite, mein Arbeitsplatz. Das sind News, die aus den Fachbereichen, aus Projekten kommen. Da kann also wirklich jeder und jedem Unternehmen einen Blogbeitrag generieren, der hier erscheint. Vielleicht zu dem vorher nochmal. Das ist Workflow gesteuert. Also ich als Silke kann zum Beispiel, wenn ich vielleicht ein strategisches Thema hätte, wo ich denke, das hat eine Relevanz, einen Blogbeitrag schreiben und den per Workflow an die Konzernkommunikation geben, die dann die Freigabe macht. Und hier ist sozusagen der Kanal, in dem alle Informationen geben können. Wir haben Termine hier platziert, Unternehmenstermine, und wenn man weiter runter scrollt, würde man eben noch zu dem Teil kommen, wo ich selber definieren kann, aus welchen Wikis möchte ich eigentlich News erhalten, und haben uns dann eben auch nochmal entschieden, Teaser einzubauen für Funktionen, die sehr häufig genutzt werden. Und hier unten gibt es so einen Stream, wo unsere Kollegin die Wettbewerbsbeobachtung macht, eben ständig neue Blogbeiträge veröffentlicht. Der dritte Reiter nennen wir Wikis, da sind alle Wikis aufgelistet und man kann eben sämtliche Updates nochmal verfolgen. Also so ist die Struktur und ja, unsere Idee gewesen und eigentlich das Ergebnis aus dieser Verbindung von Intranet und den bestehenden Wikis, neuen Wikis und Confluence. Das ist schon ein erstes Chart auch gewesen, was uns wichtig war in der Kommunikation und Transformation, weil oft die Frage kommt, okay, jetzt haben wir so ein Enerdigi, was ist denn eigentlich daran anders oder neu? Und das hat uns auch dabei geholfen, uns zu fokussieren, welche Komponenten für Zusammenarbeit und Kommunikation wollen wir denn eigentlich in Angriff nehmen und womit wollen wir uns beschäftigen?
Und wir haben eben gesagt, bei uns liegt das Neue und der Fokus eigentlich einmal auf dem Thema News. Ich hatte es ja eben gezeigt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, News zu veröffentlichen, unternehmensweit. Das Thema Nutzerinnenprofil ist bei uns eben auch neu. Und die Wikis sind nicht neu. Neu ist eben, dass jeder Bereich automatisch ein Wiki für sich zur Verfügung hat. Dann haben wir das Fragen- und Antworten-Tool, also Questions, auch eingeführt. Und wir haben damals noch gedacht, dass der Microblog eine gute Idee ist. Ein Messenger ist geplant. Ich sage vielleicht später noch mal was zum Microblog und eben auch das Umfragetool zur Termin- und Meinungsumfrage ist eins von unseren 6 Top und 9 wichtigen Elementen. Die Rollout-Kampagne. Was so ganz am Anfang für uns ja sehr klar war, war, wir sind in einem Unternehmen, in dem es total viele verschiedene Jobs gibt und auch ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen, sage ich mal, oder vielleicht auch Bedarfen. Und ich habe im Moment, bin ich gerade mal wieder so ein totaler Muppets-Fan und ich fand einfach, dass die Muppets für mich so ein tolles Bild geben für eine völlige, kompetente Gruppe, so möchte ich das mal sagen, und für maximale Diversität. So ist es bei uns eben auch. Also unser Unternehmen und das, was wir tun und die Menschen, die bei uns arbeiten, sind halt eben sehr bunt und es ist sehr gemischt. Wir haben Leute, die draußen auf Baustellen arbeiten, die selber gar keinen PC-Zugang haben. Und bis hin zu Leuten, die, ich sag mal, im Energiehandel haben, in der Produktentwicklung, im Marketing. Und das ist also wirklich sehr breit gestreut. Und so ist diese Anforderung, wenn man dann jetzt auf ein Social Intranet guckt, eben auch total von bis. Für die einen war das von Anfang an, die haben gewartet und haben gesagt, wann endlich geht ihr live, wann haben wir das Linchpin. Für die ist es ein wirklich super hilfreiches Werkzeug für ihre Arbeit. Für andere wenig hilfreich für ihre Arbeit, mal abgesehen davon, wie sie das finden, aber die eben Jobs machen, wo sie sagen, naja, so eine Social Collaboration Plattform, die hilft mir jetzt so bei meiner Arbeit nicht unbedingt. Und dann haben wir eben auch noch Menschen, das kennt ihr auch, das haben viele in Unternehmen, in bunten Unternehmen, die wenig digitale Praxis haben, wo es Berührungsängste vielleicht auch gibt oder ja, die auch so privat wenig Erfahrung haben, bis hin zu denjenigen, die viel Erfahrung haben und viel digitale Praxis. Und das ist so das Feld, in dem wir uns bewegt haben. Und wir haben uns 2 Sachen vorgenommen. Wir haben gesagt, unser Ziel ist eigentlich, dass wir irgendwie alle mitnehmen möchten und wir möchten möglichst für alle am Anfang und auch weiterhin so einen Kontaktpunkt bieten. Also wie schaffen wir es eigentlich, dass die Leute irgendwo einen Punkt finden, egal wo sie sich befinden in dem Feld, einen Kontakt kriegen und auch für sich selber dann erkennen oder für sich als Gruppe erkennen, wo hilft uns die Social Collaboration Plattform, weil eine Plattform, eine Social Collaboration Plattform, die eingeführt ist, die funktioniert ohne User, die aktiv sind, ist dann irgendwie einfach auch nur ja, überflüssig, könnte man sagen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, wie müssen wir das vielleicht machen? Und wir haben gesagt, es sind so 3 Ebenen, die wir ansprechen wollen. Einmal möchten wir die Leute natürlich schulen, also wirklich das Wissen, das Handling vermitteln. Dann möchten wir auch eine Kommunikation betreiben, also immer wieder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen die Leute ansprechen, Hinweise geben, antriggern, hier guck doch mal oder mach doch mal und eben auch irgendwie Möglichkeiten bieten, dass Gruppen für sich Anwendungsfälle entwickeln, entdecken und selber auch einüben können. Das sind so die 3 Ebenen gewesen. Großes Ziel und wir sind immer noch dabei, den guten Weg zu finden. Was haben wir denn konkret gemacht? Ich möchte euch eigentlich, habe ein paar Dinge ausgewählt. Was haben wir vor dem Go Live getan?
was haben wir eigentlich zum Go Live gemacht und was machen wir gerade jetzt. Das ist nicht vollständig. Ist mir auch echt schwer gefallen, mich da zu reduzieren. Aber ich glaube, das sind so die Highlights oder wichtigsten Sachen. Als allererstes, ich hatte es ja eben gesagt, haben wir die Gruppe der Multiplikatoren zusammengebracht. Und wir haben unsere Testplattform gehabt und da haben wir relativ früh eigentlich schon es möglich gemacht, dass die Multiplikatoren Zugriff auf die Testplattform hatten. Das hat uns also ermöglicht, dass wir einmal die Multiplikatoren schulen konnten und auch mit ihnen und durch ihr Feedback gemeinsam bestimmte Dinge konfigurieren konnten und anpassen konnten, weil wir so immer die Möglichkeit hatten zu fragen, wie findet ihr das? Passt das für euch? Soll es anders sein? Und die Multiplikatoren haben dann in ihren Bereichen, in ihren Gruppen eben auch immer schon mal Stände des NRDGs vorgestellt und mal gezeigt, guck mal, so sieht das jetzt aus, das kann man damit machen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich gewesen, weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sehr affin waren und sehr leidenschaftlich waren und andere etwas zurückhaltender. Und wir haben halt versucht, uns da gegenseitig zu unterstützen, aber diese Idee des Multiplikatorenkonzepts und vor allen Dingen sie ganz früh eben auch auf die Testplattform mitzunehmen, das war eine gute Idee, das zu tun. Vielleicht noch zum Namen, das ist auch vor dem Go Live eine Aktion gewesen. NRDigi ist entstanden aus einem Namenscontest, den wir unternehmensweit durchgeführt haben. Und es gab halt Vorschläge, dann konnten die gewotet werden. NRDigi ist es geworden, setzt sich zusammen aus NRCity und Digital. Das hat auch schon mal einen ziemlich guten Effekt eben gebracht. Und interessant war eben auch, dass NRDigi sich so als Begriff, als Name total schnell etabliert hat im Unternehmen. Mit den Multiplikatoren haben wir uns regelmäßig getroffen und was sehr gut funktioniert hat, ist diese sogenannte Praxiswerkstatt, so haben wir das genannt. Wir haben also regelmäßig Termine gehabt, wir haben einen Raum organisiert, wo wir Stehtische mit Notebooks ausgestattet haben oder die Leute haben selber Notebooks mitgebracht und haben praktisch entweder kleine Übungsaufgaben gegeben oder von Multiplikatoren gab es Fragen zu bestimmten Funktionen oder Tools und eigentlich einen Raum geboten, wo sich die Leute treffen konnten und gingen, also miteinander lernen und sich austauschen konnten. Das ist ziemlich gut angekommen, weil auch die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh Mann, wir müssen das alles nebenbei lernen und das kostet natürlich auch viel Zeit und Energie. Und wenn ihr so einen Termin anbietet und einen Raum anbietet, wo wir dann kommen und das machen können, das hat gut funktioniert. Wir haben auch eben in Wiki-Schulungen gegeben, also wir nennen das bei uns Wiki-Schulungen, also arbeiten wirklich mit den digitalen Arbeitsräumen und überhaupt die Zusammenarbeit. So haben wir die Multiplikatoren vor dem Go Live geschult und wir haben dann auch das Format Webinare angeboten. Das sind meistens maximal 3/4-Stunden-Termine gewesen, wo wir einzelne Tools nochmal vertieft haben. Makros, Funktionen, Tools. Das ist auch super angekommen, weil das den Leuten ermöglicht hat, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben, immer zu gucken, okay, wo möchte ich gerne noch ein bisschen mehr lernen? Und so haben wir das dann in Webinarform gemacht. Wir haben vor dem Go Live die NRDigi Hilfe aufgebaut. Das ist ein Wiki, was praktisch das NRDigi Handbuch ist. Das ist gespickt mit Texten, mit Screenshots, mit Tutorials rund um Funktionen und Arbeiten im NRDigi. Das entwickelt sich auch immer noch weiter und das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Sache gewesen, um etwas an der Hand zu haben, zum Go Live auch schon, wo die Leute nachschlagen können und gucken können und sich orientieren können. Dann, als es sich dem Go Live näherte, haben wir dann überlegt, okay, was können wir so als Kommunikation unter anderem auch noch machen? Mit dem Go Live unserer Social Collaboration Plattform ist auch unsere neue Organisationsstruktur live gegangen und wir haben uns mit dem Projekt zusammengetan und haben es dann geschafft, dass ungefähr eine Woche vor dem Go Live wir an allen Standorten, also wir haben Kraftwerke, wir haben Wasserwerke, wir haben Verwaltungsstandorte, wir in den Eingangsbereichen diese Sprühkreide-Graffitis gemacht haben und das war eigentlich auch nochmal eine ziemlich gute Aktion, um so neugierig zu machen und hinzuweisen. Ist für uns total neu gewesen,
Da sind viele so regelrecht drüber gestolpert und das hat eine ziemlich gute Kommunikationswirkung gehabt. Das war vor dem Go-Live, also wie gesagt, die Highlights. Der Fokus lag auf dem Schulen und Beschäftigen mit den Multiplikatoren und das ist eine gute Idee gewesen. Dann der Go-Live am 3.9., das ist ein Foto vom Samstagabend. Wir hatten uns das Wochenende geplant und haben dann am Samstagabend eigentlich schon feiern können für uns, weil wir fertig waren und gesagt haben, wir sind bereit. Also die Migration der bestehenden Wikis hat super geklappt. Wir haben zum Go Live natürlich Content generiert, also News ins NRDG gebracht. Und die NRDG-Hilfe eben war da und ja, viele verschiedene Dinge getan, damit zum Go-Live-Tag eben auch Content da ist und die Kolleginnen und Kollegen direkt auch schon mal etwas finden, wenn sie denn suchen und sich auf die Plattform begeben. Ja, wir waren total happy, auch zum Team nochmal. Das ist, also in meiner Berufspraxis in den 15 Jahren ist das für mich das tollste Projekt gewesen. Wir waren ein super tolles Team. Wir haben ja alle total hinter dem Thema gestanden. Wir wollten diese Plattform, wir waren völlig überzeugt davon und diese Zusammenarbeit auch zwischen IT und Transformationsteam, die hat super gut geklappt. Also auch die IT-Kollegen haben zum Beispiel sich beim Design eingebracht der Startseite. Wir haben auch immer getestet und auch Ideen gehabt. Und da dieses Zusammenspiel, das war von Anfang an ziemlich gut, weil für uns beide klar war, die einen können nicht ohne die anderen. Also das ist eben wichtig, dass wir miteinander da sind. Wir haben uns natürlich auch gerieben und mussten so zusammenwachsen, aber das ist also in meiner Erinnerung eine geniale Projektzeit gewesen bei aller Arbeit. Was haben wir noch gemacht zum Go Live am 3.9.? Das ist ein Montag gewesen. Wir haben ein Starter-Kit erstellt. Uns war es wichtig, oder unser Ziel war, dass zum Go Live-Tag jede Kollegin und jeder Kollege bei sich dieses Starter-Kit eben hat. In diesem Starter-Kit, wir haben das in so einen Umschlag gepackt, ist eine Broschüre gewesen. Ihr seht das hier, das ist wirklich eine kleine Papierbroschüre gewesen mit den ersten Schritten. Wie melde ich mich überhaupt an? Wie orientiere ich mich? Wie kann ich zum Beispiel in der Sidebar meine wichtigsten Apps also legen? Wie beobachte ich? Wie teile ich? Also Grundfunktionen für das Social Collaboration in Papierform, das wurde auch kritisch im Nachhinein kommentiert, weil gesagt wurde, Mensch, ihr macht da eine digitale Plattform und dann macht ihr Papier, aber wir haben gesagt, wir finden es wichtig, dass die Leute wirklich etwas in der Hand haben und sich vor ihren Rechner setzen können und blättern können und es sozusagen nachmachen können. Und das wurde uns auch von vielen zurückgespiegelt, dass das eine gute Idee war. Weil auch ein digitales Handbuch zu haben, also die NRDG-Hilfe, bedeutet ja, erstmal muss ich überhaupt reinkommen. Ich muss wissen, wie melde ich mich an, wie finde ich mich überhaupt zurecht. Und das ist ein Punkt gewesen, der für viele natürlich erstmal schwierig war. Ne? Es ist der Tag, alles ist neu, da ist diese Plattform. Und das hat doch, glaube ich, schon sehr geholfen für die Orientierung. Wir haben dazu einen kleinen Post-it-Block gepackt und so eine Süßigkeit. Das ist so eine Schnur gewesen, so zum Thema Vernetzung. Und das war logistisch echt eine Herausforderung, aber da haben uns auch die Kolleginnen und Kollegen intern von der Poststelle geholfen und es hat echt geklappt, dass wirklich bis dahin alle ihr Starter-Kit gehabt haben. Wir haben natürlich eben News gespielt zum Go Live, also dass wir live sind und eben auch mit Links zur NRDG-Hilfe, mit Informationen auch, dass wir die ersten 3 Tage nach dem Go Live eine Infoständetour nehmen und Fotobox-Aktionen machen. Und das haben wir gemacht an verschiedenen Standorten. Wir waren im Kraftwerk, das ist der erste Standort gewesen. Morgens um 6 haben wir uns da getroffen und haben da letztendlich an einem Monitor immer kurze Sessions gemacht, wo wir das NRDG vorgestellt haben und parallel eben so eine Fotobox gehabt, wo sich die Leute selber fotografieren konnten, um auch nochmal so diesen
ja, diese Brücke zum Profil eben zu bauen und überhaupt zu sagen, du hast jetzt ein Foto, melde dich doch mal an, lad dein Foto hoch, damit du auch sichtbar wirst im NRDG. Das ist auch eine ziemlich gute Aktion gewesen, die Infostände und die Fotoboxen. Und dieses Fotothema werden wir jetzt auch nochmal machen, weil es immer noch sehr viele gibt bei uns, die kein Foto eben hochgeladen haben. Und wir haben eine Umfrage gemacht kürzlich und haben das nochmal thematisiert. Und da kam so der Wunsch eben aus der Community, so eine Fotobox-Aktion fänden wir gut. Und wir bieten halt nochmal so eine Session an. Bis heute und weiter, was haben wir da gemacht? Wir haben ein Format entwickelt, das haben wir in der Digi und Wir Workshops genannt. Und da geht es darum, dass Gruppenbereiche wirklich an ihrem Wiki, an ihrer Art der Zusammenarbeit, an ihrer Nutzung des Werkzeugs arbeiten. Das fängt an bei, würde mal sagen, fast Mini-Workshops oder Schulungen. Die habe ich zum Beispiel gemacht mit den Kollegen, die selber keinen PC haben, die ja vielleicht aus ihrer Sicht erstmal wenig Nutzen haben von einer Social Collaboration Plattform, aber mit denen gemeinsam zu gucken, wobei hilft euch das eigentlich, wo liegt euer Nutzen, bis hin zu Gruppen, mit denen wir dann im Workshop-Format zum Beispiel ihre Startseite ihres Wikis gestaltet haben und gemeinsam eben erarbeiten und überlegen, wie könnt ihr auf der Plattform gut zusammenarbeiten. Das ist eine echte, also es ist ein gutes Format, aber auch eine wirkliche Herausforderung, eigentlich der Punkt, an dem wir auch sind, wo wir sagen, viele sind aktiv und irgendwie muss es jetzt so den nächsten Schritt geben. Und ich glaube, das kennt ihr oder alle, die von euch selber Lynchpin haben, wahrscheinlich auch. So, wie kriegt man das eigentlich gut hin, die Leute zu animieren? Sie müssen immer ihren Nutzen erkennen. Und über dieses Workshop-Format funktioniert das eigentlich ganz gut, aber wir wissen, dass wir da irgendwie auch noch mehr Power machen müssen. Wir machen weiter Wiki-Schulungen und Webinare. Wiki-Schulungen auf 3 Leveln, weil es immer natürlich noch Leute gibt, eben für die das Arbeiten im Wiki neu ist und mittlerweile aber auch immer mehr, die schon an Profi-Schulungen sozusagen teilnehmen, ne? Die dann sagen, so, wir haben jetzt Erfahrungen gesammelt und wir möchten jetzt wirklich noch mal mehr wissen und wirklich so alles rausholen, was rauszuholen ist aus dem Lynchpin. Und weiter auch die Webinare, die sich um einzelne Tools ranken und vertiefen. Manchmal spielen wir im Webinar auch ein Thema. Zum Beispiel hatten wir eine Zeit lang Jira kennenlernen, weil es ein großes Interesse am Jira gibt. Oder vielleicht überhaupt noch mal mit, was ist überhaupt Social Collaboration, was bedeutet das, was bringt uns das? Das sind auch Themen, die wir angeboten haben über Webinare und auch weiter anbieten. Und dieses Format Webinar ist bei uns total gut angekommen. Also das ist richtig, richtig gut gewesen und da haben wir ein super Feedback auch bekommen. Ein neues Format haben wir uns überlegt. Wir wurden angesprochen von eben Leuten, die gesagt haben, oh, wir würden eigentlich gerne noch viel mehr mitkriegen, wie nutzen denn andere das NRDG, andere Bereiche, andere Gruppen. Dazu würden wir uns gerne austauschen und wir werden am 13. Juni das erste Mal ein Brownback-Meeting veranstalten mit dem Thema Blogs schreiben und mal gucken, also wie das eben ankommt, weil unsere Idee ist, dieses Brownback-Meeting, also wir stellen Snacks bereit, die Leute können kommen, können sich hinsetzen, essen, dabei eben zuhören und lernen und sich danach auch noch in einer Viertelstunde eben miteinander vernetzen und gegenseitig auszuprobieren. Wenn das gut greift, dann würden wir das gerne als Reihe anbieten, auch mit dem Ziel, dass nicht wir diejenigen sind, die eben Themen vorstellen oder Vorträge halten oder wie auch immer, sondern dass eben aus der Community sich immer mehr eben zeigen, die dann sagen, hier, ich habe da irgendwie was Gutes, wir setzen bei uns das Wiki da und dafür ein oder keine Ahnung, wir haben irgendwie eine ganz tolle Startseite gebaut, wir haben irgendwas entdeckt und darüber selber berichten können und wir möchten dafür diesen Rahmen eben bieten. Was Kommunikation angeht, also die Ebene Kommunikation, machen wir immer wieder unterschiedliche Kampagnen. Das entsteht so aus Ideen, die wir haben. Das ist ein Beispiel für eine Kampagne gewesen. Die fand ich selber ziemlich toll. Wir haben verschiedene Kolleginnen und Kollegen interviewt und die haben aus ihrer Sicht mal gesagt, also es gab so ein
Standardfragen. Was ist eigentlich meine Aufgabe bei EnerCity? Wobei hilft mir EnerDigi? Wie nutze ich es eigentlich? Und die auch selber gesagt haben, was ist eigentlich mein Wow-Erlebnis? Und was ist mein Horrorerlebnis gewesen, so in den ersten Wochen beim Arbeiten mit EnerDigi? Und das war total interessant und ist eigentlich auch ziemlich gut angekommen, weil da nochmal wirklich so eine Bandbreite auch deutlich geworden ist, wie unterschiedlich wird das EnerDigi genutzt und ja, was erleben die Leute auch und dass auch viele echt ein Horrorerlebnis haben. Ne? Also gerade dieses Huch, es ist ja alles öffentlich. Ich dachte in meinem Wiki, in meiner Abteilung, wenn ich da was schreibe, dann können das nur meine näheren Kolleginnen und Kollegen sehen und dann zu merken, das können ja alle sehen. Zum Beispiel bis hin zu in den News ist auf einmal irgendwie was gelöscht gewesen. Also da waren witzige Sachen und schöne Sachen und das war toll, dass ja, die Leute sich getraut haben, auch darüber eben zu erzählen. Wir machen oder haben eine Kampagne gehabt, die haben wir Schätzen und Gewinnen genannt. Da haben wir Fragen gestellt in die Community. Schätzt doch mal, wie viele Wiki-Seiten haben wir oder wie viele Kommentare und haben dann eben kleine, ja, so kleine Spielchen verlost. Und über diese Kampagnen eben sind wir immer wieder praktisch dabei, aufmerksam zu machen und vielleicht auch so ein bisschen spielerisch eben und auf einer netten Art und Weise EnerDigi weiter ins Gespräch zu bringen. Ich bin schon fast am Ende. Fazit habe ich das mal genannt. Was die Tools angeht, ich hatte am Anfang gesagt, der Microblog, da haben wir gedacht, das wäre ein gutes Tool, der wird überhaupt nicht gut angenommen bei uns. Aufgrund der Tatsache, dass ja die Erwartung und der Wunsch eigentlich war, wir möchten einen Messenger haben, wo wir als Gruppe für uns einen Chat haben, wo wir intern miteinander kommunizieren können. Da wir aber offene Wikis haben sozusagen, wo alle alles sehen können, zwar mit geschlossenen Bereichen, ist auch dieser Microblog für alle sichtbar und alles, was da passiert. Und da sagen eben viele, das finden wir nicht so gut und das hilft uns irgendwie nicht. Also ist der Microblog bei uns so etwas das Ding gewesen, was nicht gut angenommen wird. Im Gegensatz zu den anderen Tools eben zum Beispiel das Questions, Frage- und Antworten-Tool, das ist echt klasse. Im Allgemeinen, ich glaube, ihr wisst das selber, aber ich fand das nochmal wichtig, das auf den Punkt zu bringen, bei allem, was man sich überlegt, natürlich zur Transformation. Die halbe Miete ist, das ein Team zu haben, das 100% hinter dem Projekt und EnerDigi steht, weil das Team, egal was passiert, es gibt auch Tiefen, wir schippern eben durch und es strahlt halt einfach auch nach außen. Also nur wenn ich ein Team habe, das sagt, wir finden das richtig gut und stehen dahinter, kann ich natürlich auch das Ganze an die Leute bringen und an den Mann und an die Frau. Wir haben auch gesagt, dadurch, dass wir so eine heterogene Community sind, ist es uns wichtig, dass wir Tools für alle liefern wollen und Punkte schaffen wollen, wo jeder etwas hat und in das EnerDigi geht und immer wieder die User in den Fokus rücken. Und wir haben zum Beispiel ein sogenanntes schwarzes Brett etabliert. Also wir haben vor unseren Kantinen in den Standorten diese schwarzen Bretter, wo man Dinge verkaufen kann oder wenn man etwas, kann man eine Suchanzeige aufgeben, von Motorrad bis Kinderwagen, alles. Und wir haben ein Wiki eben gemacht, das ist das schwarze Brett. Wir haben ein Formular konzipiert, wo Kolleginnen und Kollegen ganz einfach eine Suche oder Bieteanzeige aufgeben können. Und das ist was geworden. Ich war am Anfang dagegen, dass wir das machen. Und dieses schwarze Brett ist aber echt ein Burner geworden. Und gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die sehr wenig ja, diese Zusammenarbeit eben nutzen, die finden das richtig, richtig gut. Also wenn man da das vorgestellt hat, da haben die gesagt, boah, das finden wir toll. Und das ist für sehr viele so der erste Kontaktpunkt auch gewesen. Ja, bis hin eben zum Wiki, also irgendwie haben wir gemerkt, das war eine gute Entscheidung, möglichst irgendwie immer Tools, Funktionen zu liefern, die alle, wo alle was mit anfangen können und auch beim Entwickeln immer wieder die User zu fragen,
was braucht ihr, passt das so, was gefällt euch besser. Wir sind jetzt gerade dabei, die zweite Startseite auch umzubauen, weil wir Feedback bekommen haben, das ist irgendwie uns zu unübersichtlich und ja, unser Vorgehen wird auch sein, dass wir Varianten entwickeln und die rausgeben und auch bewerten lassen und uns Feedback einholen, um dann genau das bereitstellen zu können, was gebraucht wird. Und ein drittes Fazit ist, EnerDigi selber konsequent einsetzen, damit die Userinnen den Nutzen erkennen. Also wir selber als Team natürlich, die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen auch und andere, die einfach selbstverständlich nicht drüber sprechen, sondern in Meetings, überall, wo es möglich ist, selber im Wiki, im EnerDigi arbeiten und auch, wenn man zum Beispiel sieht, okay, Kollegin, schreibt doch eine E-Mail und packt einen Link rein, mal zu sagen, Mensch, teile doch die Seite dann über das EnerDigi, also immer wieder auch sich trauen, Hinweise zu geben, damit wir uns alle daran gewöhnen, an dieses neue Arbeiten und diese neue Arbeitsweise. Ja, Dinge, die uns bewegen, über die wir uns Gedanken machen, sind unter anderem Multiplikatorinnen mit Zeit und Engagement zu finden und auch zu halten. Das ist eine echte Herausforderung gewesen, weil für die Kolleginnen und Kollegen hat das echt bedeutet, sich einzuarbeiten, ja, aktiv etwas in ihre Bereiche zu finden. Das ist für sehr viele völlig verständlich ein echtes Brett gewesen. Und da machen wir irgendwie immer noch mit rum, weil es gab eine kleine Gruppe, die dann eben sehr aktiv war und ja, wir haben dafür noch nicht die Lösung gefunden. Wie kann man das eigentlich schaffen, dass man eben viele Leute findet und wie kriegt man das hin, dass sie die Zeit auch bekommen und auch das Engagement haben und auch halten, sich dafür einzusetzen. Das ist echt schwer gewesen und es ist verständlicherweise so und wir haben dazu noch keine Lösung. Ne? Da wäre ich auch sehr dankbar, wenn ihr Erfahrungen habt und da auch noch Tipps eben auf Lager habt. Wir haben uns auch im Nachhinein gefragt, ob wir vielleicht hätten die Führungskräfte vorm GoLive stärker einbinden sollen. Wir sind ein Unternehmen, was hierarchisch oder klassisch organisiert ist und ja, ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal ein ganz guter Hebel gewesen wäre und dass wir da vielleicht zu wenig gemacht haben. Also explizit auch die Gruppe der Führungskräfte nochmal mitzunehmen, zu sensibilisieren, da hätten wir mehr tun können. Und überhaupt mit einem Social Intranet zu arbeiten, bedeutet ja wirklich Arbeitsweisen verändern. Und wir sind ein, oder kommen als konservatives Unternehmen, so möchte ich das mal sagen, und das ist für uns, für alle, die wir dort arbeiten, eine starke Veränderung und auch eine Art der neuen Arbeitsweise. Wir wollen das, wir wollen eine andere Kultur und das zu verändern braucht Zeit und noch mehr Kraft als die, die wir bis jetzt da eingesetzt haben. Und auch da wäre ich dankbar und freue mich da auf den Austausch und eure Erfahrungen. Bei all dem, bei allen Tools, bei Transformationskampagnen, Maßnahmen, ja, bleibt eigentlich immer die Liebe, die Leidenschaft zu dem, was ich mache und wie ich es mache, ist für mich der Schlüssel und ja, etwas, womit man neben Kampagnen und Aktionen super viel erreichen kann. Das war's von mir. Dankeschön, Silke. Wenn jemand in einem Vortrag über etwas, das auch mit dem eigenen Produkt zu tun hat, sagt, das beste IT-Projekt meiner Laufbahn, dann habe ich ja relativ wenig zu sagen, außer das aufzuschreiben und nochmal zu wiederholen. Vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag, das war echt super. Ich fand es sehr gut, dass du das sozusagen sehr breit vorgestellt hast, uns erzählt hast, warum der Microblog für euch doof ist. Mhm. Wir haben bei uns intern lange kämpfen müssen, dass es überhaupt News gibt, weil Leute gesagt haben, das brauchen wir doch gar nicht, kann man das über den Microblog lösen. Und dann wandert es halt nach unten, auch kein Problem. Man sieht da auch sehr schön dran, wie unterschiedlich so die Bedürfnisse in Unternehmen sind, zumindest ich sehe das. Was ich sehr spannend fand, ist, dass ihr tatsächlich Sachen macht. Mhm. In vielen anderen Projekten ist das immer, man müsste ja eigentlich auch was dafür machen, dass die Mitarbeiter das verstehen. Wir müssten eigentlich ja auch was anbieten, dass die dann auch wirklich alle aktiv werden.
Und die Menge an Sachen, wo du dann auch sagst, du musst ein paar auswählen, die ihr gemacht habt, war wirklich beeindruckend und ist, glaube ich, auch ein sehr großer Treiber für euren Erfolg. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Und vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Dankeschön. Wir sind schon 10 Minuten über der Zeit und die Jimena sagt, darüber gibt's das Essen. Ich erlaube trotzdem noch eine Frage. Möchte jemand von euch noch eine Frage stellen? Da hinten, warte doch kurz, bis ich bei dir bin. Darfst du eine kurze Frage stellen? Ja, kurz. Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Wir werden wahrscheinlich dieses Jahr vor ähnlichen Problemen stehen. Wir werden auch ein Intranet aussuchen und einführen. Eine Frage. War von Anfang an klar, welches Produkt ihr einsetzen werdet? Oder habt ihr erst das Projektteam gegründet und dann Produkte evaluiert? Als das Projektteam wirklich jetzt wir an Bord gekommen sind, war klar, welches Produkt wir einführen werden. Das war dann schon klar. Mhm. Also es hat auch lange vorher schon einen großen Anforderungsworkshop gegeben, wo überhaupt erstmal Vertreter aus Bereichen so definiert haben, welche Anforderungen haben wir überhaupt an so einer Art Zusammenarbeitsplattform. Und dann gab es irgendwann diese technische Entscheidung und dann wurde das Projektteam gegründet. Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Also ja. Ich weiß, wir waren bestimmt 2 oder 3 Jahre mit euch im Gespräch gewesen, bis ihr dann tatsächlich, das war quasi in unserem Vertriebsprozess schon abgeschrieben, ja, dass die Stadtwerke Hannover haben jemals... Haben wir so eine harte Nuss? Ich würde sagen, in allen Bereichen, ja, also sozusagen beim Kauf, aber auch beim Ausrollen, bin ich häufig zum Flo gegangen, der das prima, glaube ich, mit euch gemacht hat. Ja. Und gesagt, warum gehen die nicht live? Warum machen die denn da jetzt noch so Vorbereitungssachen und so? Das ist mir sozusagen gar nicht gewöhnt, dass sowas passieren kann. Und deshalb hat mir auch der Vortrag so gefallen, weil man halt sieht, dass da noch einiges geht. Und naja, ich wünsche den anderen, die solche Projekte vielleicht noch vor sich haben, dass sie die Unterstützung, die ihr offensichtlich von der Geschäftsführung und den Leuten, die sowas entscheiden können, habt, um auch da einfach Zeit und Geld zu investieren. Das ist, glaube ich, schon sehr wertvoll. Ja. Ich bin mir sicher, dass, wer hätte noch eine Frage gehabt? Da sind noch sozusagen ein paar Leute. Wer hat einen Hunger? Sind zumindest mehr Hände. Die Silke ist noch hier, oder? Und ich bin bis heute Abend hier. In den nächsten 20 Minuten los. Insofern fangt sie doch einfach persönlich ein. Und ansonsten würde ich dann sagen, das Buffet ist hoffentlich da und eröffnet. Wir machen die Türen auf. Schön, dass du da bist. Danke, dass du so schnell eingesprungen bist. Hervorragender Vortrag. Danke. Vielen Dank. Okay.